Wären wir mal wieder. Heute demonstriere ich euch meinen Waldläufer und wir werden einen kleinen Blick in meine Storyline werfen können. Danke. Meint ihr, das waren eure eigenen Albträume? Dazu finden wir immer auf der Minimap eine grüne Kennzeichnung. Das kennzeichnet die Story-Quest-Reihe. Geschichte fortsetzen. Ein Splitter im Fleisch. Ja. Der blasse Baum möchte euch sehen. Gibt es ein Problem? Das klingt, als wäre da ein Aufstand in der Omphaleskammer. Das sind nur die Abgesandten der drei Orden von Tyria. Es gibt eine kritische Situation. Die Orden von Tyria? Wer sind die und was für eine Situation? Die Orden sind organisierte Gruppen, die gegen die Altdrachen arbeiten. Die Wachsamen, die Abtei Domant und der Orden der Gerüchte. Saitans Macht wächst. Seine untoten Diener erheben sich an den Stränden von Kryta und an der befleckten Küste. Wieso streiten sich die Abgesandten? In was gerate ich da hinein? Die Oberseefreistadt im Norden läuft Gefahr, überrannt zu werden. Die Löwengarde hat keine Chance gegen die Heere der Auferstandenen. Wir Silvari wissen, dass alles Leben miteinander vernetzt ist. Wenn Saitan ein Volk bedroht, bedroht er uns alle. Warum streiten sich die Orden dann? Warum tun sie nicht einfach was dagegen? Ihr und ich, wir denken in den gleichen Bahnen. Sprechen wir mit der Baummutter. Munitionsgolems? Ihr wollt die Altdrachen mit Blechspielzeug bekämpfen? Besser als Silvari in einem Frontalangriff zu opfern. Niemand opfert hier Silvari. Die Wachsamen sind die bestausgebildete Kampfeinheit in Tyria. Ich bin froh, dass ihr da seid. So zanken die seit über einer Stunde rum. Ruhe bitte! Wir sind alle versammelt und die Baum... Seid gegrüßt. Heute geht ihr den nächsten Schritt auf der Reise eurer wilden Jagd. Saitans Truppen sammeln sich bei der Oberseefreistadt. Die Orden wollen alle den Ort verteidigen, können sich aber auf keinen Plan einigen. Ich ernenne euch daher in dieser Sache zu meinem Herold. Der Hain kann nur einen dieser Pläne unterstützen. Möge euer Traum euch bei der Entscheidung leiten. Ich bin geehrt, Baummutter. Ich werde mein Bestes geben. Mein Name ist Brandhühn. Ich repräsentiere die Wachsamen. Wir können sofort eine Kompanie bei Oberseefreistadt in Stellung bringen. Unsere Soldaten können diese Situation bereinigen. Bei den Wachsamen bevorzugen wir, unsere Feinde gerade heraus anzugreifen. Der beste Weg, um die Freistadt zu schützen, ist militärische Präsenz. Ihr spielt mit dem Leben zahlloser Leute. Die Abtei Dormant schlägt einen viel sichereren Weg vor. Ich heiße übrigens Iovert. Die Abtei möchte experimentelle Munitionsgolems einsetzen, um die Untoten zu vernichten. Wir brauchen keinen einzigen Soldaten im Felde. Völlig ungetestete Munitionsgolems. Ihr seid es, der mit Leben spielt. Was ist, wenn eure Golems versagen? Und ihr Abgesandte? Ihr seid während des ganzen Streits stumm geblieben. Ich bin Kai. Und ich repräsentiere den Orden der Gerüchte. Ich habe der Königin dieses Problem gemeldet. Doch die Kämpfe an der Front überlasse ich anderen. Gut. Gebt mir etwas Bedenkzeit, dann werde ich meine Entscheidung treffen. So, jetzt sind wir an einen Punkt angekommen, in dem wir uns entscheiden müssen. Ich bin ja eher für den direkten Kampf. Erzählen wir mehr über die Wachsamen. Die Wachsamen sind eine militärische Organisation, die ihre Mitglieder aus allen Völkern Tyrias rekrutieren. Wir kämpfen gegen die Drachen und beschützen die Unschuldigen und Wehrlosen. Gut zu wissen. Ich werde euch helfen.
Es ist ein Krieg, kein Kinderspiel im Sandkasten. Experimente? Pah! Auf diesem Schlachtfeld brauchte man es mit Vertrauen, keine Spielereien. Ihr habt mich überzeugt. Schön, dass ihr Mut besitzt. Wird bei der Verteidigung der Freistadt wertvoll sein. Ich sammle die Wachsamen und treffe euch bei der Oberseefreistadt. Schon gut, Brandhühn. Die Abtei kann immer noch Munitionsgolems einsetzen, wenn etwas schief geht. Ist fast geschafft. Gleich sind wir da. Eine Wand. Haben die Viecher davon. Wegpunkt wieder mitnehmen. Falls wir hier mal wieder hinkommen müssen, geht's dann auch schneller. Ja, da sehen wir schon den Queststern. Betreten. Schlechte Neuigkeiten, Herold. Offenbar waren die Orianer zuerst hier. Seid gegrüßt, Heroldin des blassen Baums. Ein schöner Tag zum Kämpfen, was? Solange wir gewinnen, sind wir da einer Meinung. Ihr kämpft heute an der Seite der Wachsamen. Unsere Soldaten sind gut ausgebildet, motiviert und entschlossen, Tyria zu verteidigen. Jedes Mitglied der Wachsamen schwört einen Eid, die Unschuldigen zu beschützen. Wir sind das Licht in der Finsternis. Wir halten die Stellung, egal um welchen Preis. Eine wahrhaft noble Pflicht. Die Wachsamen sind also eine Militärorganisation? Ja, aber wir können mehr als nur kämpfen. Wir helfen auch den Überlebenden von Drachenangriffen. Wir bieten Fürsorge und Verteidigung gleichermaßen. Dorngestrüpp! Die Untoten sind überall! Wir müssen ihre Aufmerksamkeit von der Freistadt ablenken, oder sie wird überrannt, bevor die Entsatztruppen da sind. Sagt mal, fangt ihr gerne schon mal an zu tanzen, bevor die Kapelle kommt? Mir gefällt, wie ihr denkt. Dann wollen wir unserer Verstärkung mal etwas Zeit erkaufen. Angebot. Looten und dann bin ich bereit. Here we go again. Alles töten. Bin schnell wie der Wind. Mein Wolf. Nicht mein Tiergefährte. Nein! Gut, ich hab noch einen. Meine Fresse, sind das viele. Ich hab's vielleicht mit dem Pullen ein bisschen übertrieben. Komm zu uns!
Okay, okay. Ganz ruhig bleiben. Ich hab mich aufgelobt. Mein Gott, müssen die mir alle in der rein. Kommt her und helft mir! Das Licht erlischt! Vergiftet. Blitzangriff. Wer ist dabei? Ha? Ha? Oh, mal hier mal einen aufkratzen, dann haben wir auch ein bisschen mehr Unterstützung hier. Pet tauschen, weil mein Wolf kann heilen. Den Sechsen sei Dank, dass ihr da wart. Wenn ihr nicht so schnell gekommen wärt, wären wir jetzt alle tot. Zählt eure Stecklinge nicht, bevor sie keimen. Da kommen noch mehr Orianer, glaubt mir. Wer befehligt die Truppen hier? Wir müssen die Verteidigung organisieren. Naja. Seht ihr den Zombie da drüben? Oha, na gut. Dann übernehmen Brandhühn und ich das Kommando im Namen der Wachsamen. Ja, Kommandeur. Das Tor ist kaputt. Aber wir haben noch unsere Kanonen. Wie lauten eure Befehle? Stationiert Soldaten an den Geschützstellungen und haltet die Stellung hier im Hof. Ihr Menschen habt nicht die angeborene Widerstandskraft gegen die Verderbnis wie wir Silvari. Also bleibt in unserer Nähe. Wenn jemand im Kampf fällt, seid bereit, ihn zu erledigen, bevor er wieder auferstehen kann. Keine Bange, Jenks. Verstärkung ist unterwegs. Alles wird gut. Ein nettes Tänzchen, aber wir brauchen die Löwengarde, wenn wir diesen Ort in Brand stecken wollen. Möchtet ihr vielleicht noch weitere Partner auf die Tanzfläche bitten? Der ist doch schnücklig. Zu euren Diensten. Repariert die Tore und unterstützt die Bodentruppen. Braucht ihr etwas? Löwengarde an die Kanonen! Schießt die Orianer zurück. Haltet die Position und macht euch bereit, den Feind abzuwehren! Gut. Okay, 3 Minuten. Verteidigen.
Ganz große. Die Wortwahl von Zombies war schon immer nicht sehr kreativ. Kümmert euch um die Verteidigung. Ab in die nächste Welt mit euch. Zusammen. Was auch passiert, schützt diesen Ort. Das Licht erlischt. Ihr seid ein verängstigtes Kind. 5 Sekunden. Ja. Ach, da kommt sie her. Gut. Löwengarde von Obersee. Die Wachsamen sind... Oh, Brandhühn. Ihr und die anderen seid ja schon da. Mhm. In der Tat. Haben wir schon mal vorgearbeitet. Verteilt euch, Wachsame. Brandhühn und die anderen haben die Lage im Griff. Füllt die Lücken aus. Okay, jetzt kommt scheinbar ein Veteran. Da hinten kommt er. Okay. Auf geht's. Wahre Jäger lassen ihre Beute nie entkommen. Mit euch. Das Licht erlischt. Ich kümmere mich mal lieber um den Großen da. Ich halte mich nicht zurück. Er generiert Lebenspunkte. Nicht aufzuhalten. Erzeugt Raserei. Dann nonstop Damage, ne? Auf sie! Mein Tiergefährte ist tödlich verwundet. Oh, leck. Zalli, ich wähle dich! Gut gemacht, Leute. Die Orianer wurden zurückgedrängt und die Oberseefreistadt ist wieder sicher. Vielen Dank. Ich weiß nicht, was wir ohne die Wachsamen gemacht hätten. Ihr habt uns das Leben gerettet. Es ist uns eine Ehre, Tyria zu dienen. Wir werden da sein, um zu helfen, wann immer es nötig ist, bis die Drachen endlich aus dieser Welt vertrieben sind. Gut gekämpft. Die Wachsamen sind extrem beeindruckend auf dem Schlachtfeld. Nicht nur auf dem Schlachtfeld. Unsere Rekruten lernen, dass Ehre ebenso wichtig ist wie Fertigkeit. Wir wollen die Welt nicht nur verteidigen, wir wollen sie inspirieren. Ihr solltet euch uns anschließen. Wir könnten jemanden mit eurem Mut gut brauchen. Ich werde drüber nachdenken. Aber was anderes? Habt ihr diese merkwürdig aussehende Kreatur gesehen, die uns vom Hügel aus beobachtet? Ja, so etwas habe ich noch nie gesehen.
Wenn Saitan etwas Neues erschaffen hat, sollten wir es uns lieber schnell ansehen, um seine Schwächen herauszufinden. Einverstanden. Kehren wir zum Hain zurück. Der blasse Baum erwartet unseren Bericht. Ah, ich sollte die auch mal. Da. Auf. So, das war ein kleiner Einblick in die mögliche Story-Quest-Reihe, wie sie sein könnte, je nachdem, wie ihr beim Spiel entscheidet. Je nachdem, wie ihr beim Erstellen eures Chars bestimmte Sachen auswählt, bestimmte Kriterien auswählt und ihn rassenbedingt und verhaltensmäßig erschafft. Und so könnte eure Storyline aussehen. Muss sie aber nicht. Dann ansonsten noch, in dem Video habt ihr einen sogenannten Silvari gesehen, das heißt die Rasse. Das sind pflanzenartige Humanoiden. Und die Klasse war der Waldläufer. Ich persönlich kämpfe gern mit Pfeil und Bogen. Die Erstgeborenen warten mich dafür zu sorgen, dass ihr habt, was ihr braucht. Ach ja, ich mache euch eine Liste. Und die Gefährten kann man auch auswählen, wie man möchte. Das sind alle möglichen Tiere, die man zähmen könnte. Von Spinnen bis hin zu Vögeln, Echsen. Und Moas und Raubkatzen und Wölfe und ich persönlich bevorzuge den Farnhund. Passt einfach auch stylmäßig besonders gut zum Silvagen. Ja, genau, lauf weg von mir. So eine Art Pflanzenwolf. Alles war interessant, von den Zentauren im Westen bis hin zum Drachenbrand im Osten. Dann danke fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. In Löwenstein.